Hi und herzlich willkommen zu den Lernvideos der Schülerhilfe. In diesem Video geht es um lange und kurze Vokale. Im Deutschen gibt es 5 verschiedene Vokale. A, E, I, O und U. Und diese werden unterschieden in lang und kurz ausgesprochene Vokale. Dafür habe ich dir jeweils 2 Beispiele mitgebracht. Lange Vokale gibt es zum Beispiel in dem Wort Schal und in dem Wort Malen. Kurz ausgesprochene Vokale gibt es in den Wörtern schnell und fallen. Ich erkläre dir jetzt ein paar verschiedene Regeln, damit du weißt, ob ein Vokal lang oder kurz ausgesprochen wird. Starten wir mit den langen Vokalen. Lange Vokale gibt es zum Beispiel, wenn der Vokal verdoppelt wird. Das siehst du bei folgenden Wörtern: Moos, Saat, Beet, See und Schnee. Die nächste Regel lautet, wenn nur ein einfacher Vokal da ist, dann solltest du das Wort am besten einmal laut vorsprechen, damit du weißt, ob der Vokal lang oder kurz ausgesprochen wird. Bei folgenden Wörtern wird der Vokal lang ausgesprochen: Mut, Sog, Spaten, Nil, Klima, Benzin, Wut und Magen. Es gibt ein paar deutlichere Regeln, zum Beispiel das Dehnungshaar. Wenn ein H nach einem Vokal kommt, dann wird der Vokal lang ausgesprochen. Das ist bei diesen Wörtern der Fall: Bahn, Wohnen, Festmahl, Hohl, Ziehen, Ihm, Stroh, Fahren und Ahnen. So ein Dehnungsbuchstaben, nämlich das E, gibt es auch noch, wenn vorher ein I fällt. Dann weißt du, dass das I auch lang ausgesprochen wird. Spielen, Knie, Sieb, Fliegen und Papier. Das waren jetzt die Regeln zu den lang ausgesprochenen Vokalen. Kommen wir nun zu einer Besonderheit. Die Besonderheit sind die Wörter wieder und wieder. Die klingen absolut gleich, werden nur anders geschrieben und unterscheiden sich vor allem in ihrer Bedeutung. Wieder kommt von Wiederholung, also etwas mehrmals zu tun, und wieder kommt von Widerspruch, also entgegen etwas zu sein. Als nächstes schauen wir uns die Regeln für die kurz ausgesprochenen Vokale an. Kurz ausgesprochene Vokale gibt es vor allem, wenn Doppelkonsonanten folgen. Dafür habe ich dir folgende Beispiele mitgebracht: Puppe, Kasse, Treppe, jammern, klettern, retten, Fluss und Spott. Der Vokal wird auch kurz ausgesprochen, wenn danach mehrere Konsonanten folgen. So wie bei Fenster, klingen, stolpern, spenden, Kante, denken, Strand und Stunde. Auch wird der Vokal kurz ausgesprochen, wenn danach TZ oder CK folgen. Speck, Spatz, sitzen, Katze, spucken und Dreck. Fassen wir das Ganze jetzt einmal zusammen. Lang ausgesprochene Vokale gibt es, wenn der Vokal verdoppelt wird, so wie bei Moos, wenn ein einfacher Vokal dasteht und du durch Sprechen ausprobieren musst, ob er lang oder kurz ausgesprochen wird, so wie bei dem Wort Mut, wenn ein Dehnungshaar folgt
wie beim Wort Bahn, oder wenn ein Dehnungs-E auf dem Vokal I folgt, so wie bei Spielen. Kurz ausgesprochene Vokale gibt es, wenn Doppelkonsonanten folgen, so wie bei dem Wort Puppe, oder wenn mehrere Konsonanten folgen, wie bei dem Wort Fenster, und auch bei TZ und CK, sowie beim Wort Speck. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und freue mich, dass du zugeschaut hast. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de.